Ja, moin moin, freut mich dich zu sehen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Factory Town. Ich habe den Key vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Link zu Factory Town ist unten in der Beschreibung zu Steam. 12. März wird das Ganze released. Ist so ähnlich wie Factorio, muss ich sagen, habe ich selber nie gespielt. Aber es soll so ähnlich sein. Also schauen wir mal direkt rein, würde ich sagen. Sottle, und da sind wir im Spiel. Gucken wir mal, das Ganze gibt es leider erst nur auf Englisch, Spanisch oder Französisch, also kein Deutsch. Ich werde aber mein Bestes tun, euch das Ganze hier oder mit dir zusammen das Ganze zu übersetzen. Also, wie gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an Factorio, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall hier, das gefällt mir schon sehr gut, wie das Gras im Wind weht. Die Many Kicks stehen hier rum, haben nichts zu tun. Wir gucken erstmal. Gather Wood. Also, wir müssen Holz sammeln. You need wood to build houses. Natürlich. Harvest wood from trees and bring it to your base. Left click on a worker to select, then left click on a tree to target. Okay, machen wir mal. Da hüpft er schon los. Er kann hier hin. Er kann da hin. Und der andere, was ist hier? Das ist die Base. Okay. Worker will chop down tree, bring it back to nearest building and repeat. Get enough wood 15 to build a house. Right click plus drag to move. Okay, da haben wir es schon geschafft. Hey! Gut, jetzt müssen wir das Haus bauen. Open the building menu mit B. Hit building D. Also man sieht schon, da muss ich direkt mal ein dickes Lob geben, ja. Dass das so schön erklärt ist, das ist nicht selbstverständlich bei allen Spielen. Ja, ein Haus. Okay, available. Wo können wir das Ding jetzt hinsetzen? Zum Beispiel hier hin. Find a flat 3x3 area, left click to build. Bam. Okay, das Ding ist direkt gebaut. Das ist ja lustig. Aber gut. Houses at worker capacity. Also, je mehr Häuser, umso mehr Arbeiter können wir einstellen hier. Oder haben wir dann. So now you can hire more workers. Genau, also wir können mehr einstellen. Perfekt. Open Building Menu. Mal wieder. Machen wir weg hier. Building Menu. Jetzt haben wir hier Workers. Worker. Die wollen 10 gelbe Münzen. Nein. Oder kosten 10 gelbe Münzen. Wir haben 50. Okay. Zwei neue Worker auf der Map. Dann machen wir die erstmal hier hin und hier hin. Da haben wir natürlich nichts zu tun. Houses can be supplied with goods to earn currency and happiness. Also, wir können die mit Sachen, Dingen des alltäglichen Lebens versorgen. So, dass die hier glücklich werden. Und dann kriegen wir Münzen und... Was war das andere? Ja, Happiness. Also, man sieht es hier schön, den Smiley. Sehr süß. So, select a worker, left click. Okay, left click plus drag from grain to house to deliver grain. Hierhin. Ah, okay. Das ist jetzt grain. Jetzt macht er das weg, oder was? Gold and happiness will be earned when grain is consumed by the house. Jetzt sehen wir schon, das Ganze bringt jetzt... jetzt freut er sich auch. Jetzt bringt er genau einen dahin. Ist voll lustig, wie die hier immer hin und her hüpfen. Hierhin. Oh, er kann das doch mal da reinbringen. Machen wir ein bisschen auf Lager. Mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Menü öffnen. Black Path. Ey. Guck mal. Der Reihe nach hier wird dir schon alles erklärt. Saugeil. Saugeil, muss ich sagen. Select Food Path. F. Hier. Draw Path for Workers Roots. Jetzt sehen wir schon. Jetzt könnten wir eigentlich mal hier hin oder was? Dass ihr hier mal auf den Wegen rumlauft. Ich hoffe, ihr lauft da drauf rum, weil das schneller geht. Ja, machen sie. Sehr gut. Guck, die sind nämlich schlau, die Jungs hier. Ups. Die sind schlau. Auf den Wegen sind sie schneller, also laufen wir die Wege entlang. Das brauchen wir eigentlich nicht hier. Das gefällt mir schon wieder. Das gefällt mir richtig. Huselfaktor par excellence hier für Ede. Sehr schön. Und hörst du das? Die Musik. Geil, oder? Richtig geil. Richtig geil. Ich sag's nochmal, ich hab's ja gerade eben schon in der Einführung gesagt. Wie gesagt, das Ganze, guck mal unten in die Beschreibung. Da ist ein Link zu Steam, wo du das Ganze dann kaufen kannst. Ab dem 12. März in Steam. Hier auch nochmal ein herzliches Dankeschön für den Key. Vielen lieben Dank. So, jetzt machen wir mal weiter. Lumber Mills accept wood and produce planks. Okay, also Sägewerke. You will also need to collect some stone into your base to construct this building. Na, Steine haben wir erstmal genug hier, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. 6 Arbeiten hier. Ich will das hier mal loswerden. Worker.
Welchen denn? So, hierhin. Kann man denen auch andere Aufgaben zuweisen? Bestimmt irgendwie. Open Building Menu. Machen wir mal gerade. So. Select Building. Select Lumber Mill. Die haben wir hier. Find a Flat 3x3 Area. Jetzt müssen wir die irgendwo hinbauen. Am besten sagen wir mal hier so hin. Geht das? Nein. Gehört das alles nicht uns hier oder was? Oder warum kann ich das nicht bauen? Mit R kann man übrigens drehen. Not enough population capacity. Building or upgrade more houses. Wie viel haben wir hier drin? Wie viel passt denn hier rein? War das nochmal? Workers. Wir haben 6 von 6. Okay. Haben wir natürlich dem einen auch gesagt. Kann man den nicht nochmal nehmen hier? Den Worker. Der bringt das hier rein, ne? Genau. Und dann gehen wir hier hin. Ah. Warte. Er schleppt das dann alleine hier rein, hoffe ich. So, dann kann er schleppen. Wir müssen noch ein Haus bauen. Nützt nichts. Hallo, lass mal los hier. Haben wir immer noch 6. Wir können nicht... Nee, guck, er will noch eins haben. Also, wir müssen erst noch ein Haus bauen. Es sei denn, wir lassen den hier rumstehen. Aber der kann ruhig schon mal Steine kloppen. Die werden wir so oder so gleich brauchen. Also, bauen wir noch ein Haus. Easy peasy, bauen wir das hier hinter so. Direkt ein Haus am See. Da passen echt nur 2 rein. Das ist ja... Uhuhu. So, hauen wir einen hin. Den können wir gerade hinstellen, so dass er nichts zu tun hat. Jetzt bauen wir unsere Sägemühle hier hin. Ach komm, wir bauen die mal hier hin. New Unlocks available. New Building unlocked. Crate. Grain Mill. Workshop. Chute. Scaffold Ramp. Okay. Alter, ich kenne die ganzen Namen selber nicht. Scaffold Block. Wood Arch. Wood Bridge. Wood Pillar. Scaffold. Das sieht mir aus wie so ein Fundament, ne? Fundamentsblock. Das sieht mir aus wie eine Rampe. Okay. Select the Lumber Mill. Press the Select Recipe Button. Select the Planks Recipe. Alles klar. Also hier rein. Select Recipe. Also hier unten Rezept. Und dann haben wir Planks. Bitteschön. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Select a worker. Left click on a tree and drag to the lumber mill. Okay. Also der bringt es schon von alleine hin. Okay. So. Aber ich glaube, wir müssen ihm das nochmal sagen. Hier. Sonst meckert der rum. So, left click and drag from the plank icon to your base. Das ist hier oben, ne? Oder? Wir machen Planks. Okay, Workers ist da einer drin. Planks hierhin. So. Moment. Bring the planks to your base inventory so you can build more things. Select the worker hover. Ach, bin ja auch blöd. Der hier und dann nehmen wir das hier. Hierhin. Hierhin. So, jetzt müsste der das dahin bringen, ne? Genau. Guck, jetzt bringt er die hin. Bäm! So geht das Ganze. Sehr schön. Houses can be upgraded to increase population capacity. Upgraded houses also consume items slightly faster. Okay, da muss man dann mal gucken, ob es sich lohnt, die abzugraden oder ob es dann besser ist, noch ein kleines Haus zu bauen. Weil die ja dann die Sachen sehr viel schneller verbrauchen. Okay, das hier wird schon beliefert. Da gehen wir mal hin. Das ist normal. Select a house. Hit the upgrade button. Wo ist der? Ah, hier Upgrade House. Kostet 5 Planken, 10 Münzen. Machen wir mal. Wunderbar. Upgraded bases also have more storage capacity. Select the base. When you have enough resources, hit the upgrade button. Was braucht man dafür? 20 Münzen, die haben wir noch locker. Wir brauchen 20 Steine, die haben wir. Wir brauchen 10 Planken. 4 glückliche Happiness-Leute brauchen wir, okay. Aber wir können ja nicht für jeden Einzelnen hier, sollen das gehen? Passen hier jetzt mehr Leute rein? Muss ich ganz schön... Sag mal, gehen die Bäume hier auch weg? Werden das weniger? Oder... Nö, die bleiben. Na, dolle Wurst. Ich dachte, die gehen weg. Was ist das hier? Herbs. Also Beeren, okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch Häuser bauen. Frage ist, wo, wenn die nicht weggehen hier? Ich kann ja nicht überall Manikicken reinsetzen, oder?
Doch hier zum Beispiel könnte man schon mal wieder einen nehmen. Komm mal her, Worker. Ich weiß ja nicht, ob es ein, die kosten auch wieder 10. Oh. Rain hier hin. Zum Beispiel. Okay, der darf das nicht, oder was? Mal den. Rain in das Haus. So, dann müsste der auch glücklich sein. Dann hätten wir schon 2. Bing, bing. Lass mal gucken. 1, 2. Jawohl, hier haben wir Beeren, was auch immer das ist. Das hier, Blue Coins, Purple Coins. Holz haben wir ohne Ende. Steine und so weiter auch schon. Stone Bricks, Iron Plates, brauchen wir erstmal nicht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich noch Haus 1 und hier hinten noch, ne? 2. So. Jetzt haben wir 9 von 14. Jetzt könnten wir nochmal 2 einstellen. 1, 2. Sehr schön. Die müssen jetzt natürlich. Das konnten. Ne, hier war das, ne? Da war das. Okay, jetzt müssen wir ihn nehmen. Und hinten hinbringen. So, dass die alle glücklich sind. Jetzt müssten wir unser Haupthaus upgraden können. Ah, guck, wir sehen auch den grünen Pfeil. Und wir haben noch 3 Plätze frei. Sehr gut, dann machen wir das doch mal direkt. Bing! Food Market! Haus. Ah. 4 Häuser jetzt, okay. It's much more efficient and convenient than delivering goods to individual houses. Okay, also Märkte sind viel besser, als wenn wir das alles einzeln hier hinschleppen. Schätz mal, dann können wir das gleich sein lassen. Und die gehen dann automatisch alle beim Markt kaufen oder der Markt versorgt die. Irgendwie so wird das sein. Open the build menu, select food market, place in a 3x3 near some houses. Das ist natürlich super. Structural blocks, das sind die. Nee, path, buildings. Food Market. So, jetzt sehen wir schon, was der hier versorgt. Dreh mal gerade. So, bam. Wunderbar. Bring grain, flour, fruit or other food items to the market. Nearby houses will automatically purchase items. Das heißt, wir können jetzt den hier schon mal nehmen und sagen, er bringt das hier hin. So, du auch. Er kann das dahin bringen. Die müssten ja dann alle davon versorgt werden. Die werden hier noch extra versorgt irgendwie, alleine. Die Frage ist, die könnten jetzt natürlich auch was anderes machen. Ne? Select Grain Mill. Okay, jetzt brauchen wir eine Grain Mill. Buildings, Grain Mill. Wo sollen wir das alles hinsetzen? Wir haben hier keinen Platz. Laufen die auch einfach durch den Wald oder? Ich muss sagen, wenn das Zeug hier nicht weggeht, dann haben wir ganz schön bescheiden gebaut oder sind ganz schön bescheiden gespawnt. Setz das mal hier hin und hoffe, dass wir hier so einen Weg durchbekommen. Ah, no recipe assigned. Was machen wir denn hier? Animal Flur, ne? Flur recipe, genau. Sehr gut. So, jetzt wollen wir erstmal hier Wege machen. Und zwar einen normalen Fußweg. Ich mal einfach hier durchmachen, so. Dass wir hier schon mal rauskommen. Müssen wir die 2, die hier rumhüpfen. Hey, hast du den Weg da? Hör auf. Ah. Der Floor. Hallo. So, der blöde, Cancel. So. Müssen wir gucken, wer von den beiden. Okay, der bringt's dahin. Der bringt's dahin. Der hier kann das dann schon mal. Grain hier hinbringen. Dahin, dahin. Er ist das hier. Er kann das dann auch dahin bringen. So. Sehr schön. So muss das sein. Sieht doch cool aus. Gefällt mir. Alle glücklich? Ihr müsst jetzt auch anfangen zu wuseln. Hat einen Worker? Ja. Okay. Ah, guck mal hier. 3 Korn brauchen die, um einmal Mehl zu machen. Jetzt brauchen wir natürlich wieder, wetten wir, bring enough grain to the mill to produce flour, bring that flour to the market to sell it. Okay. Also, müssen wir natürlich verkaufen. Heißt, wir müssen wieder einen Kollege Schnürschuh einstellen hier. Flour to the market. Bitteschön. So, das erste Mehl kommt zum Markt, sodass wir Brötchen backen können. Boah, das gibt direkt 5 Piepen.
Workshop Place in der 3x3 Area. Ja, es wird aber ganz schön lustig, weil ich jetzt überhaupt keinen Platz. Hier ist null Platz. Können wir die Trees vielleicht abreißen hier? Irgendwie. Direkt Kameralook. Contents. Aha. Ah, okay. Okay, guck, Ressource ist so, die gehen doch weg. Es dauert nur. Wir haben eine bestimmte Anzahl, pass auf. Jetzt ist er weg. Okay. Also, sie gehen doch weg. Sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. Oder? Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und es ist einfach nur schön, das Spiel. Es ist einfach nur schön. Muss ich sagen.